Ja, hallihallo ihr Lieben. Ich habe heute ein kleines Eyeliner einmal eins für euch. Denn ein Eyeliner kann ein Augen-Make-up verschönern oder verschandeln, je nachdem. Ich möchte euch heute zeigen, womit ihr es machen könnt und wie ihr es machen könnt. Kajalstifte sind sicherlich die gängigste Methode und die hat jeder von euch schon mal benutzt. Es gibt sie in allen möglichen Farben und der Auftrag ist sehr einfach. Aber wenn ihr euch mit einem Kajal einen Eyelinerstrich ziehen wollt, muss er definitiv angespitzt sein, denn mit so einem Krüppel bekommt ihr kein gutes Ergebnis. Also erstmal losgelegt und angespitzt und dann geht's auch gleich viel besser. Das Typische an einem Kajal-Eyelinerstrich ist, es ist seine rauchige, sehr unscharfe Kante. Im Gegensatz dazu haben wir hier ein Präzisionswunderwerk, den Flüssig-Eyeliner. Er macht einen geraden Strich, aber verzeiht auch keine Fehler. Mein Favorit ist der Gel-Eyeliner, denn er ist etwas fehlerverzeihender als der Flüssigliner, aber hat, wenn er einmal aufgetragen ist, fast genau die gleiche Optik. Und nachdem ihr jetzt die drei beliebtesten Arten kennt, kommen wir direkt zur Anwendung. Beginnend in der Mitte fange ich an zu stricheln und baue den Kajalstrich nach und nach auf. So einen Eyeliner trage ich meistens rund und in Kombination mit bunten Augen-Make-ups. Den Gel-Eyeliner trage ich am liebsten mit Eyeliner Elke auf, weil es ein sehr schön präziser Pinsel ist. Ich tupfe es in das Produkt von beiden Seiten und am wichtigsten streiche ich es am Tiegelrand ab, damit ich besser arbeiten kann. Nachdem ihr genau wie beim Kajal in der Mitte angefangen seid und mit kleinen Strichen vorarbeitet, kommt der Moment, wo ihr die Form des Eyeliners festlegt. Verlängert einfach eure untere Wasserlinie nach oben, um die Form festzulegen und verbindet dann den obersten Punkt der Linie, die ihr gezeichnet habt, mit einer Linie, die bis zur Mitte eurer Pupille geht. Das Dreieck, was so entstanden ist, malt ihr nach und nach aus. Ich benutze dazu immer die alte Farbe am Pinsel. Wenn ich dann die neue Farbe habe, gehe ich dann an der Kante entlang, um eine präzise Linie zu erreichen. Das könnt ihr hier sehr schön sehen, denn mit mehr Produkt gleitet der Pinsel einfach viel, viel besser. Nun arbeite ich nach und nach die Form raus, die ich gerne hätte und sorge dafür, dass ich eine sehr gerade, schön abgeschlossene Linie bekomme. Und wenn es doch mal nicht 100% geklappt hat, nehmt euch einfach einen Wattestab und euren Make-up-Entferner und behebt den Fehler. So oder so ähnlich könnte euer fertiger Eyelinerstrich aussehen. Wenn ihr die andere Seite nachgeschminkt habt, legt den Kopf in den Nacken, um zu kontrollieren, ob beide Seiten gleich sind. Solch einen Eyeliner trage ich sehr gerne als Solist. Und da ich total unbegabt bin, was Flüssig-Eyeliner angeht, erspare ich euch das, denn das würde nur in die Hose gehen. Und verbleibe einfach mit. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Coco.